Recht herzlich willkommen zur Folge Nummer 93 vom Kerbal Space Programm. Ja, und wir müssen gucken, dass wir hochkommen. Irgendwie 1,5 Kilometer oder wie viel war das noch da oben jetzt? Weil was mich immer noch interessiert, kann ich den steuern oder nicht? Aber eigentlich muss ich das doch, oder? Kann ich doch nicht. Das kann es doch nicht sein, oder? Ich hoffe, der hält sich dann von alleine fest und steigt ein. Ja, da sind wir. Und da ist Dunford auf mittlerweile nur noch 1,3 Kilometer. Ja. Und da müssen wir gucken. Wir müssen schon ziemlich nah ran, um zu sehen, dass hier die Bahnen nicht passen, ne? Ich glaube, die Bahn passt auch so dann eher nicht, ne, oder? Vertue ich mich da? Geht noch näher ran? Ich glaube nicht, ne? Nein, leider nicht. So, okay. 1200 Meter. Das sind wohlgemerkt nur Meter, ne? 1000. 113.481, 113.274. Und hier sind es 115.881. Na, das ist fast nebenan. Meter. Meter. Das wird eine schwierige Sache, den da reinzukriegen, wenn wir hier, ne? Wie soll das funktionieren? Tja, machen wir mal ein bisschen schneller. Ist die Entfernung, wird noch kleiner. Okay. Das ist ja fast. So, hier geht schon auf Meter jetzt runter. Und er geht immer weiter runter. Aber ich kann hier nicht mehr sehen. Das ist das Schlimme. Kann ich nur erahnen, wo es ist. Hier kann ich auch nichts mehr korrigieren in der Hinsicht, ne? Tausend einhundertachtundachtzig. Es wird jetzt immer langsamer. Können jetzt höchstens hier noch was anpassen in Richtung, dass wir hier was mehr oder weniger hätten, aber. Es ist doch fast nicht möglich, oder? 200 und 400. Wir sind. Oh, guck mal, das steigt sogar irgendwie, oder was? Tatsächlich. 1000. 113.274. Und wir werden mehr, aber wir haben doch gar keinen Motor an oder sowas, hä? Also wir müssen dann hier an diesem Punkt hier irgendwo ein Manöver machen. Nee, das ist es schon mal gar nicht. Dann kriegen wir hier zwar, dann sind wir weiter außen irgendwo. Kannst du vergessen. Weg.
Das war jetzt zu viel. So. Zoom mal raus. Machen wir schnell hier an. Das muss oben oder unten irgendwo, da links ist er. So, das ist einmal an und wieder aus. Wenn ich das überhaupt schaffe. Könnte ich wahrscheinlich jetzt auch machen. Jetzt haben wir das nämlich schon in die andere Richtung geschafft. Den können wir ausmachen. So. Gehen wir mal näher ran. So wie es aussieht, ist jetzt unsere Flugbahn identisch mit dem Kollegen. Wir entfernen uns allerdings. Ja, wir sind jetzt unten. Hier sind es 115, 800. Okay, das ist geblieben. Das passte ja auch schon. 113, 274, 113, 457. Ne, das sind wir. Wir sind aber weniger geworden, oder? Kann das sein? Schwierig, ne? Und wenn ich hier jetzt direkt reingucke, wo sehe ich ihn? Da unten. Wie muss ich es ändern, dass ich da hinkomme? Irgendwo nimmt hier der Abstand nur ab, glaube ich. Halt Manöver und das musste jetzt gekippt werden. Das wäre zu viel jetzt des Guten schon. Wie sieht das hier aus? 1300 wird mehr. Wenn ich es verschiebe, dann verschiebe ich es auch schlecht, ne? Tja, ich glaube, wir machen es so. Müssen wir das suchen? Da unten ist es, sehe ich schon. Das ist ja schön. Es wird ordentlich schwer werden. Okay. 40 Sekunden müssen wir das korrigieren. Dann sind wir da auf einer Höhe mit ihm. Hier irgendwo. Und da müssen wir es beim nächsten Mal dann korrigieren, dass da drüben auch so wird.
8,5 Meter Sekunde, das ist bei weitem nicht viel. So. Jetzt kommen wir der Sache schon näher. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go. Okay. Hat sich unsere Bahn in irgendeiner Form passend verändert? Ich glaube nicht, ne? Sieht irgendwie komisch aus. Nee, doch, da ist es jetzt übereinkommend. Ja, dann müssen wir mal gerade schneller fliegen, glaube ich. Die Entfernung nimmt natürlich ab. Geht gerade die Sonne auf. 2 Kilometer Entfernung steigt. Aber das ist auch ein bisschen hiermit zu tun, ne? So, jetzt nimmt ja auch die Entfernung eigentlich wieder ab, ne? Sollte so sein. Ich hoffe, dass es irgendwie passt. Wie sind denn die Geschwindigkeiten? 225,1 und er hat 225,3, also er ist etwas schneller unterwegs. Ja, die Entfernung nimmt er jetzt auch wieder ab. Sollen wir mal rumkommen? Ja, es gefällt mir noch. Noch gefällt es mir. So. Und hier haben wir irgendwo einen Punkt, wo wir wieder arbeiten können. Ich glaube, das ist gut. Jetzt müssen wir gerade uns da rein manövrieren. So, das haben wir. Und das sind 9,6 Meter diesmal. Das ist auch nicht viel. Nee, 4 Meter sind es nur. 9,6 ist unsere Geschwindigkeit irgendwie. So, komm schon. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go. Passt. Der kann weg. Und jetzt sind wir schon ziemlich genau mit ihm auf einer Höhe, ne? Entfernen uns aber gerade. Wie sieht das denn hier so aus? Können wir schon irgendwas erkennen von ihm? Wo ist er denn hin? Irgendwo hier muss er doch rumschweben, oder? Lundfurt, wo bist du? Doch da oben? Oder ist das Ziel nicht angewählt? Kann auch sein. Nö. Da ist er. Auf 950 Meter sind wir. Ja. Ja, hier sieht man natürlich jetzt, dass wir noch relativ zu niedrig sind zu ihm. Das heißt, wir müssen wieder näher ran.
So, hier irgendwo müssen wir die Bahn wieder kippen, oder was? Mit Manöver. Meter die Sekunde sind das mal gerade. Entfernung etwas mehr wie ein Kilometer. Tja, blaues Kreuz suchen, ne? Da sind wir etwas zu schnell gewesen. Okay, das haben wir. Dann müssen wir noch ein bisschen vor, ne? Sieht's mit der Entfernung aus? Nimmt gerade ab. 3 Minuten ist ganz schön viel. Meter. Da hinten ist er. Tendenz nimmt noch ab. Der Punkt ist gerade ein bisschen gewandert, kann das sein? Ich weiß auch nicht, wie, was sich da verändert oder auch nicht verändert, ne? Okay. 27 Sekunden. 16, 15, 14. Dann müssen wir wieder ein bisschen Gas geben. 1,5 Meter, das ist nicht viel, aber wenn ich das schon sehe hier, dann gefällt mir das nicht. Hier ist die gestrichelte Linie wieder anders, ne? So, passt. Der weg. Weiter rum mal. Entfernung nimmt der jetzt gerade wieder zu. Es ist unwahrscheinlich schwierig, da dran zu kommen, ne? So, Entfernung nimmt wieder ab. Da sind 600 Meter. Da ist auch 600 Meter. Wie viel ist es dann da? Das ist die Frage. Oh Mann. Ich glaube, wir müssten wahrscheinlich hier irgendwo diesen Punkt setzen mit dem Manöver. Ist nur etwas schwierig, das Manöver dahin zu kriegen, ne? So, jetzt haben wir es aber. Eigentlich sieht das gut aus. Tendenz ist auch gut. Müssen wir wieder unseren blauen Punkt finden, ne? So, letztes Manöver. 7 Minuten müssen wir darüber fliegen. Halt, stopp, was passiert hier? Da sehe ich ja schon, dass es gar nicht mehr passt, oder?
Okay. So müsste es sein. Steigt euch jetzt einfach bitte ein. Das ist echt doof. Zum Umschalten haben wir gerade 4 Minuten Zeit. Das ist ja schon mal was. Dann würde ich mal gerade sagen, gehen wir mal ins Space Center. Es muss doch möglich sein. Es ist nicht möglich. Ach, guck mal, jetzt ist das hier weg. Shit. Na, da müssen wir aber wieder hin. Ich glaube, das wird schwierig. Da hinten ist er schon wieder drüber dann, ne? So, lassen wir das mal gerade. Welche Entfernung haben wir denn? 930 Meter. Unser Navball muss hier mal an und wir müssen dahin, wo das zu steuern ist, ne? Wo ist denn der blaue Punkt? Da. So. In 2 Minuten, das können wir noch vorspulen. Eine Minute. 50, 40, 30, 10, jetzt mal langsam. 30. Sieht so aus, als ob wir nichts ändern, ne? Ist halt so. Aber auf der anderen Seite ändert sich bestimmt was. Gefällt mir gerade gar nicht, ne? 6, 5, 4. 3, 2, 1, go. Okay, den Punkt können wir wegmachen. Jetzt können wir wieder gucken, dass wir da näher dran kommen. Ja, aber ich würde jetzt mal sagen, für die Folge soll es erst wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.